Die nächste Tagesordnung deutet sich an. Es geht in einem von den Liberalen eingebrachten Gesetzesentwurf um die Änderung des Arbeitszeitgesetzes. Derzeit können wir ja gesetzlich 40 Stunden die Woche arbeiten, wenn das auf 5 Tage verteilt ist. Wenn es auf 6 Tage verteilt wäre, 48 Stunden. Und die FDP-Fraktion sagt nun, das ist alles aus der Zeit gefallen, denn in Wirklichkeit arbeiten wir heute völlig anders. Die Digitalisierung macht es möglich. Wir brauchen eine Flexibilisierung der Arbeitszeit und größere Spielräume. Deswegen sollte diese Höchstrente von wöchentlich 48 Stunden fallen und ganz anders definiert werden. Der erste Redner in dieser Debatte ist Johannes Vogel von der FDP, der selber für die Bundesagentur für Arbeit gearbeitet hat. Slack, Skype, Facebook, WhatsApp, iMessage, FaceTime, Google, Google Hangout, Wikis, Clouds, BlackBerry, Outlook und so weiter und so fort. Wissen Sie, was diese Dinge gemeinsam haben? Es gab sie 1994 noch nicht. 1994, da schrieben die allermeisten Menschen sich noch keine E-Mails, surften nicht im Internet, mobiles Arbeiten gab es kaum. Und das Smarteste an Telefonen war, wenn sie keine Wählscheibe mehr hatten. 1994 aber trat das heutige deutsche Arbeitszeitgesetz in Kraft. Die Welt hat sich seitdem verändert. Wir haben viel mehr Freiheiten, wie, von wo, auch wann wir arbeiten. Aber wir leben im Jahr 2018 und das deutsche Arbeitszeitgesetz ist immer noch aus dem vorigen Jahrhundert. Wir finden, das kann so nicht bleiben. Was heißt das konkret im Alltag? Freunde berichten mir, dass sie nachmittags das Büro verlassen, die Zeit mit ihren Kindern am Abend verbringen wollen, während die noch wach sind, und dann abends um 22, 23 Uhr gerne noch mal eine dienstliche E-Mail schreiben oder auch nur lesen wollen. Wenn sie das heute machen, dürfen Sie am nächsten Morgen die Arbeit bis 10 Uhr nicht wieder aufnehmen. Ansonsten verstoßen Sie gegen das Gesetz. Ich meine ganz ehrlich, wer macht denn das? Meine These ist, dieses Gesetz wird heute schon millionenfach in Deutschland ignoriert. Aber gerade wenn es um Gesetze geht, wo Arbeitnehmerrechte geschützt werden, dann dürfen wir nicht zulassen, dass Gesetze ignoriert werden. In einem Rechtsstaat müssen Gesetze gelten. Das heißt aber auch, wenn sie veraltet sind, dürfen wir das nicht ignorieren, sondern müssen sie modernisieren, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Herr Vogel, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Krälmann? Von der Kollegin Krälmann immer gerne. Wo ist sie? Moment, Mikro bitte. Kann sie nicht hören. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, ne, und haben ja auch schon in der Vergangenheit Gelegenheit, ab und zu mal zusammenzuarbeiten. Ich habe gerade in dem Zusammenhang die Frage an Sie. Diese Forderung, die Sie stellen jetzt in Ihrem Antrag und auch mit der Begründung, das ist die Forderung wirklich absolut identisch mit den Forderungen des BDA und BDI. Weg vom 8-Stunden-Tag hin zur Definition der Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden. Erstens, ist Ihnen klar, dass Sie Schutzrechte damit abbauen, die im Grunde die historisch erkämpft wurden? Das ist nicht nur eine Frage von alten Gesetzen. Da wurde historisch lange für gekämpft, um das zu haben. Und zweitens mal, ich habe selbst eine kleine Anfrage gestellt nach der Kontrolle des Arbeitszeitgesetzes. Dabei ist rausgekommen, dass die Hälfte der Kontrollen der Arbeitsschutzbehörden dazu geführt hat, dass im Grunde das Arbeitszeitgesetz verstoßen wurde. Wollen Sie mit Ihrem Antrag denn das, was Sie in der Vergangenheit falsch war, jetzt legalisieren, damit es keine Rolle mehr spielt? Oder was wollen Sie eigentlich? Das kann jetzt der Herr Vogel erklären. Das tue ich gerne. Wir wollen uns an der europäischen Arbeitszeitrichtlinie orientieren. Ganz einfach. Die gibt, und deswegen wird auch nichts abgebaut, Frau Kollegin Krälmann, die gibt genau dieselbe wöchentliche Arbeitszeit vor wie das deutsche Recht. Sie lässt nur eine freiere Einteilung unter der Woche zu. Und das ist aus unserer Sicht der vernünftige Weg. Denn Frau Kollegin, niemand soll mehr arbeiten in Summe oder weniger Pause machen dürfen. Nur die Einteilung soll freier sein als heute, denn ein moderner Arbeitsmarkt braucht ehrlich gesagt auch moderne Regeln. Mit den Regeln aus dem analogen Zeitalter werden wir die digitale Zukunft nicht gestalten können. Deshalb müssen wir hier eine Veränderung vornehmen.
Und jetzt lese ich im Koalitionsvertrag von Union und SPD, Sie wollten bei dem Thema Experimentierklausel. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das wird bei weitem nicht ausreichen. Denn stellen wir uns das doch mal konkret vor. Welches Unternehmen, welcher Betriebsrat stellt denn das Arbeitszeitsystem für hunderte Beschäftigte um, wenn der Gesetzgeber ihm sagt, ja, ich weiß gar nicht, ob das in einiger Zeit noch gilt. Schauen wir mal. Die Leute brauchen doch eine echte Erneuerung und Rechtssicherheit. Nur dann wird es auch eine Veränderung geben. Und deswegen reicht eine Experimentierklausel nicht aus. Ich habe gerade schon gesagt, aus unserer Sicht, aus Sicht der Freien Demokraten, gibt die Europäische Arbeitszeitrichtlinie einen klugen Rahmen vor, der mehr Freiheit für Arbeiten im digitalen Zeitalter gibt und gleichzeitig Arbeitnehmerrechte schützt. Wir wissen aber, dass unsere Position, die Europäische Arbeitszeitrichtlinie einfach eins zu eins ins deutsche Recht zu übertragen, hier in diesem Haus, in diesem Deutschen Bundestag, aktuell leider noch keine Mehrheit hat. Und deshalb legen wir hier auch nicht die FDP-Position pur vor, sondern ein faires Kompromissangebot. Wir sagen nämlich, die Europäische Arbeitszeitrichtlinie muss dauerhaft und rechtssicher, nicht per Experimentierklausel, sondern rechtssicher, ausgenutzt werden können, aber nur dann, wenn Tarifpartner in einer Branche, wenn also auch Arbeitnehmer und Gewerkschaften zugestimmt haben. Das schließt jeden Missbrauch, den Sie befürchten mögen, sicher aus. Diesen Schritt, zumindest als ersten Schritt, müssen wir aber auch gehen. Und wer sich dem in den Weg stellt, liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, der muss begründen, warum er sich dem Wunsch der Menschen nach mehr Selbstbestimmung in den Weg stellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche Sie direkt an von CDU und CSU. Was wir hier vorlegen, ist exakt das, was wir im Koalitionsvertrag zwischen Union, also CDU und FDP, in Nordrhein-Westfalen vereinbart haben. Das, was ich mit Karl-Josef Laumann persönlich verabredet habe, das müsste doch auch für die CDR akzeptabel sein, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Ich komme zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich habe mit Faszination vor zwei Tagen wahrgenommen, dass in dem von Ihnen geführten Bundesministerium für Arbeit und Soziales Staatssekretär Albrecht verkündet hat, die Abschaffung der Kernarbeitszeit. Es soll ab jetzt möglich sein, dass die Mitarbeiter individuell und flexibel in einem Korridor zwischen 6 und 22 Uhr die Arbeit gestalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten auch möglich machen, dass in einem Bundesministerium die Mitarbeiter das wirklich selbstbestimmt ausnutzen können, ohne gegen Gesetze zu verstoßen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, werfen Sie Ihr Herz über die Hürde. Lassen Sie diese Mutlosigkeit mit Experimentierklauseln. Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf der Freien Demokraten zu und gehen wir einen großen Schritt für die Modernisierung des Arbeitsmarkts, den wir dringend brauchen in unserem Land. Vielen Dank. Auf die weitere Debatte freue ich mich. Vielen Dank, Johannes. Johannes Vogel hat begründet, warum die Liberalen dieses Gesetz hier einbringen und hat dann auch ganz direkt die Union angesprochen. Und Herr Schieberling, wir alle kennen Sie. Schön, dass Sie bei dieser Debatte dabei sind. Wer Rückfragen hat, kann sich ja dann an Herrn Schieberling wenden. Nächster Redner in der Debatte, Torbjörn Kantes. So, Claudia Roth, die amtierende Bundestagspräsidentin, also Vizepräsidentin, hat einen Gast auf der Rednertribüne begrüßt. Jetzt hat aber Torbjörn Kantes von der CDU das Wort. Kolleginnen und Kollegen, unsere Arbeitswelt befindet sich zweifelsohne in Zeiten der Digitalisierung in einem Umbruch. Wir sind betroffen von einem immer stärker werdenden demografischen Wandel und wir wissen, dass die Herausforderung, Fachkräfte zu finden, ganz immens, heute schon schwierig ist, aber ganz immens auch weiter zunehmen wird. Gleichzeitig werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Recht immer selbstbewusster, wenn es gilt, Beruf und Familie zu vereinbaren. Es ist unsere Aufgabe als Gesetzgeber, diese Vereinbarkeit zu unterstützen, weil wir wollen, dass in diesem Land mehr Kinder auf die Welt kommen und vor allen Dingen Eltern sich nicht gegen Kinder entscheiden müssen, weil es aus beruflichen Gründen gerade nicht geht. Es gibt also durchaus etwas zu tun für uns und das gilt auch für unser Arbeitszeitgesetz. Ich möchte auf das genannte Beispiel noch einmal ganz kurz eingehen. Klar ist, es ist immer noch so, dass nach dem Arbeitszeitende grundsätzlich eine Ruhezeit von 11 Stunden einzuhalten ist. Das wird der Realität vieler Familien, das sehe ich auch so heute, nicht mehr gerecht. Insbesondere
wenn wir wollen, dass Mütter und Väter eben am Nachmittag nach Hause gehen können, mit den Kindern spielen, die auch ins Bett bringen können. Und wenn sie dann in den Abendstunden, wenn das geht, man muss ja auch mobil arbeiten können, für viele ist das kein Ansatz, aber wenn das geht, wenn sie in den Abendstunden noch mal arbeiten möchten. Wenn Sie dann im Anschluss eine Ruhezeit von 11 Stunden einhalten wollen, dann ist das in der Praxis so nicht möglich. Und ich glaube auch, dass wir in der Lage sind, das entsprechend anzupassen. Es ist klar, dass die Verfasserinnen und Verfasser des Arbeitszeitgesetzes vor Jahrzehnten daran noch nicht gedacht haben können. Ich sage Ihnen aber auch ganz deutlich, für uns ist wichtig, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Familien auch einmal zur Ruhe kommen und Ruhezeiten auch weiter eingehalten werden. Bei aller notwendigen Flexibilisierung müssen wir also auch gleichfalls darauf achten, dass wir den hohen Standard unseres Gesundheits- und auch unseres Arbeitsschutzes nicht gefährden. Und ich glaube, das ist genau der Spagat, vor dem wir hier stehen. Wir wissen, dass wir unsere Arbeitszeit flexibilisieren müssen. Wir wissen aber auch, dass wir dies behutsam tun sollten. Dies bedeutet auch, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter zu schützen, manchmal im Übrigen auch vor sich selbst. Wir als Union sind schon länger der Auffassung, liebe Kollegen auch von der FDP, und dafür brauchen wir auch Ihren Antrag heute nicht, dass das Arbeitszeitrecht so zu modernisieren ist, dass es die zusätzlichen Spielräume zur Flexibilisierung, wie sie eben auch die europäische Arbeitszeitrichtlinie eröffnet, in unserem Land besser genutzt werden. Die Forderung nach mehr Gestaltungsspielraum bei der Arbeitszeit hat daher konsequenterweise auch Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden. Auch wir halten es für einen guten Weg, über Tariföffnungsklauseln neue Wege zu gehen. Für uns stellt sich aber die Frage, wie weit diese Spielräume dann tatsächlich auch gehen sollen und wie der richtige, ich sag mal, Rahmen dafür aussieht. Ist es zum Beispiel richtig, dass bei der Verkürzung der Ruhezeiten oder bei einer möglichen Verkürzung von Ruhezeiten dann überhaupt keine Untergrenze mehr vorgesehen ist? Gleiches gilt für die Frage, ob wir auf eine werktägliche Höchstarbeitszeit gänzlich verzichten sollten oder aber bei stärkerer Orientierung an der wöchentlichen Höchstarbeitszeit dennoch eine Flexibilisierung nur bis zu einer höheren täglichen Höchstarbeitszeit zulassen sollten. Ich kann mir vorstellen, dass es sinnvoll wäre, wenn wir den Weg jetzt gemeinsam mit der SPD gehen, wenn wir als Gesetzgeber sagen, was wir auch noch für vertretbar halten aus Sicht des Gesundheitsschutzes und sich Tarifpartner hieran dann entsprechend orientieren können. Ich glaube, dass so eine Regelung dann auch mehr Aussichten auf Erfolg hat, dass sie dann tatsächlich auch genutzt wird. Um zum Ende zu kommen. Die unterschiedlichen Gesetzgebungsvorhaben, die wir hier in den letzten Wochen schon gesehen haben, die zeigen, welche Bandbreite wir heute hier im Deutschen Bundestag haben, von den Linken, die die Wochenarbeitszeit auf maximal 40 Wochenstunden begrenzen wollen, bis hin zu den Kollegen und Kolleginnen von der FDP, die zwar nicht regieren möchten, aber ganz dringend heute einen Beitrag zur Flexibilisierung leisten möchten. Das passt zu Recht nicht zusammen, und das wissen, glaube ich, auch die Menschen. Daher ist es gut, dass wir jetzt eine Koalition haben, die Verantwortung für dieses Land übernimmt. Ich kann den Menschen, insbesondere den jungen Familien, versichern, dass wir hierzu mit Augenmaß eigene Vorschläge machen werden und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern und unser Arbeitszeitrecht insgesamt flexibler zu gestalten. Vielen Dank. Wir schauen drauf, das sagt Torb Jörn Kertes von der CDU aufs Arbeitszeitrecht, aber wie, das wird sich noch erweisen. Wir wollen noch mal nachtragen, wen Claudia Roth eben begrüßt hat. Wir haben nachgeschaut, das ist Karl Schäfer, Link von der CDU, der in der vergangenen Legislatur Obmann Arbeit und Soziales war. Gabriele Hiller-Ohm von der SPD spricht. Ihr Gesetzentwurf erinnert mich stark an das Jahr 2009. Die FDP hat damals ganz schnell mit der CDU-CSU die sogenannte Mövenpick-Steuer durchgeboxt und damit vielen Hoteliers durch eine drastische Senkung der Umsatzsteuer ein richtig tolles Geschenk gemacht. Wenig später kam dann aber heraus, dass die FDP durch großzügige Spenden in Millionenhöhe des Besitzers der Mövenpick-Hotelkette August von Fink wohl dazu motiviert wurde. Aus der FDP wurde die Mövenpick-Partei. Offensichtlich, meine Damen und Herren, ist sie es geblieben.
Denn auch heute greift die FDP mit ihrem Gesetzentwurf wieder die heftigen Wünsche ihrer Klientel aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe auf. Doch diesmal wird es kein grünes Licht geben, denn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, sind ja nicht in Regierungsverantwortung und können Ihre Gesetzesvorhaben somit nicht unterstützen. Das haben Sie vermasselt. Pech für Ihre Klientel, Glück für die Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein, oder? Möchte ich gar nicht. Denn was, meine Damen und Herren, hätte die Gesetzesänderung der FDP zur Folge? Die in unserem Arbeitszeitgesetz festgelegte tägliche Höchstarbeitszeit soll durch eine wöchentliche Arbeitszeit von durchschnittlich 48 Stunden ersetzt werden. Maßgeblich ist dann lediglich die Ruhezeit von 11 Stunden zwischen zwei Arbeitseinsätzen. Wer rechnen kann, weiß, 11 Stunden Ruhezeit bedeuten 13 Stunden Arbeit abzüglich der Pausen. Multipliziert mit 6 Arbeitstagen kommt man schließlich auf bis zu 78 Stunden in der Woche. Dazu sagen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ganz klar Nein. Natürlich brauchen wir neue Wege beim Thema Arbeitszeit. Doch dabei müssen wir die Flexibilitätsbedürfnisse von Unternehmen und Beschäftigten berücksichtigen. Zum Beispiel wünschen sich mehr als die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer laut Arbeitszeitreport Deutschland 2016 eine Verringerung ihrer Arbeitszeit. Sie wollen mitbestimmen, zu welcher Uhrzeit ihre Arbeit beginnt. Viele, auch die Gewerkschaften, fordern darüber hinaus ein Recht auf Nichterreichbarkeit und ein Recht auf Telearbeit. Telearbeit etwa kann Menschen mit Behinderungen oder Menschen aus strukturschwachen Gebieten vollkommen neue Chancen eröffnen. Das sind gute Perspektiven. Aber ich sage auch Vorsicht an der Bahnsteigkante. Durch Telearbeit kann die Grenze zwischen Berufs- und Privatleben, Arbeit und Freizeit, Arbeitsplatz und Wohnung verschwimmen und damit das Recht auf Nichterreichbarkeit konterkariert werden. Sie sehen schon an diesem kleinen Beispiel, es gibt keine einfachen Antworten. Im Koalitionsvertrag haben wir deshalb vereinbart, in tarifgebundenen Unternehmen Experimentierräume zu schaffen, in denen neue Arbeitszeitmodelle erst einmal zeitlich befristet erprobt und wissenschaftlich begleitet werden. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der richtige Weg. Mal eben mit einem Federstrich der FDP unser bewährtes Arbeitszeitgesetz aushebeln zu wollen, das ist der falsche Ansatz. Denn wen würde die Ausweitung der täglichen Arbeitszeit treffen? Meine Damen und Herren, sicherlich nicht die Gutverdienenden, die nach langer Arbeit sich Erholung im fremd geputzten Haus und in Wellness- und Verwöhntempeln gönnen können. Nein, es wären die 4 Millionen Beschäftigten, die schon heute an Sonntagen schuften, die fast 3 Millionen Nachtarbeiter und die knapp 7 Millionen Menschen in den Spätschichten und all die, die trotz harter Arbeit ihr Leben mit miesen Löhnen bestreiten müssen und keine andere Wahl haben. Die würde es treffen, meine Damen und Herren. Und schon an diesen Zahlen sehen Sie, dass unser deutsches Arbeitszeitgesetz durchaus Flexibilität ermöglicht. Schon heute können Beschäftigte ständig 48 Stunden in der Woche arbeiten. Sogar 60 Stunden in der Woche sind möglich, wenn Pausenzeiten beachtet werden und die Überstunden durch Freizeit ausgeglichen werden. Und auch im Ministerium, was Sie, Herr Vogel, angeführt haben, ist das durchaus möglich im Rahmen unseres gültigen Arbeitszeitgesetzes. Wohin immer mehr Flexibilität führt, erkennen wir sehr deutlich, wenn wir uns die Gesundheitsrisiken der Beschäftigten anschauen. Zahlreiche Studien zeigen, dass die Gefahr eines Arbeitsunfalls nach 8 Stunden stark zunimmt. Und falls die, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, jetzt denken, dass man sich am Schreibtisch vorm Computer nicht verletzen kann, sage ich Ihnen, dass die psychischen Erkrankungen die Staublunge der heutigen Dienstleistungsgesellschaft sind.
Das zeigt sich daran, dass sich die Zahl der Krankheitstage aufgrund von Burnout-Erkrankungen in den letzten Jahren verzwölffacht hat. Denken Sie an Ihre Redezeit. Das, meine Damen und Herren, sollte auch der FDP zu denken geben. Das Arbeitszeitgesetz ist ein Arbeitsschutzgesetz, und das, meine Damen und Herren, muss es bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hiller-Ohm. Gabriele Hiller-Ohm von der SPD hat das gültige Arbeitszeitgesetz verteidigt. Als nächster Redner. Kollegin Hiller-Ohm, es gibt eine Kurzintervention von Johannes Vogel. Ich möchte drei ganz kurze Bemerkungen machen. Erstens, ich finde es enttäuschend, dass Sie offenbar kenntnisfrei mit Blick auf den konkreten Gesetzentwurf gesprochen haben. Denn zu behaupten, die wöchentliche Arbeitszeit irgendeines Arbeitnehmers würde sich dadurch verändern, ist schlicht falsch und auch Irreführung der Öffentlichkeit. An der wöchentlichen Arbeitszeit ändert sich nichts. Es geht nur um die Verteilung unter der Woche. Zweitens, wir legen ja hier nicht einmal eins zu eins die europäische Arbeitszeitrichtlinie vor, wo das gerade Gesagte gelten würde, sondern stellen das auch noch in diesem Gesetzentwurf unter Tarifvorbehalt. Das heißt, ich frage mich, welches Misstrauen haben Sie eigentlich in Gewerkschaften in diesem Land? Das ist schon sehr bemerkenswert. Drittens und letztens, und das hat mich wirklich verstört zurückgelassen, wenn Sie ernsthaft glauben, dass es ein Thema ist, was nur Unternehmen und Arbeitgeber in diesem Land bewegt, dann muss ich sagen, wann haben Sie zuletzt mit Arbeitnehmern gesprochen? En masse sprechen und schreiben uns Arbeitnehmer an, die mobiles Arbeiten nutzen wollen, moderne Arbeitsmöglichkeiten, und wissen Sie, geraten damit in Konflikt mit dem Arbeitszeitgesetz. Ich finde, das können wir nicht so lassen, weil ich glaube, an Gesetze muss man sich halten. Und deshalb gehören sie modernisiert, wenn sie veraltet sind. Aber es macht mir ernsthaft Sorgen, in welchem Kontakt die SPD zur Arbeitnehmerschaft in diesem Land ist, wenn das Ihr Blick ist, dass es hier nur um Unternehmerinteressen geben würde. Vielen Dank. Danke, Herr Vogel. Frau Hiller-Ohm, Sie haben die Möglichkeit zu antworten. Wie wäre es mit Stehenbleiben? Ihre Unterstellung, ich hätte Ihren Gesetzentwurf nicht gelesen, ist eine Unverschämtheit, muss ich mal sagen. Und es ist genauso eine Unverschämtheit, mir zu unterstellen, hätte keine Kenntnisse über die Bedürfnisse und Wünsche von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das ist genauso eine Unverschämtheit, und das sollten Sie sich hier eigentlich ersparen, in diesem Haus mit Kolleginnen und Kollegen so umzugehen bzw. so etwas zu unterstellen. Ich habe das mit Ihnen überhaupt noch gar nicht gemacht, dass ich Ihnen hier Unwissenheit oder so unterstellt hätte. Mal das zum einen. Zum anderen räumen wir sehr wohl Experimentierräume ein. Wir wollen eben schauen, wo können wir den Bedürfnissen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entgegenkommen. Das halten wir für sehr wichtig, weil wir natürlich auch sehen, dass es hier Wünsche gibt, die vielleicht nicht mit unserem Arbeitszeitgesetz im Einklang sind. Deshalb wollen wir hier diese Experimentierräume öffnen. Ich warne aber davor, dass wir das Arbeitszeitgesetz, so wie Sie wollen, grundsätzlich öffnen. Denn Sie haben vergessen zu sagen, Sie sagen, ja, die 48 Wochenstunden sollen ja bleiben. Sie haben aber vergessen dabei zu sagen, dass es in Ihrem Antrag, in Ihrem Gesetzentwurf sehr wohl heißt, durchschnittlich 48 Stunden. Was heißt denn durchschnittlich? Das können 50 Stunden sein, das können 60 Stunden sein, das können auch die 78 Stunden sein. Durchschnittlich ist doch ein Gummibegriff. Und da müssen Sie vielleicht dann mal Ihren Antrag genau oder Ihren Gesetzentwurf genau lesen. Das ist doch das Schlimme, dass Sie den Menschen Sand in die Augen streuen wollen und unser Arbeitszeitgesetz wirklich dadurch massiv aus den Angeln heben wollen. Und da sagen wir nein, das wollen wir nicht, das haben die Menschen nicht verdient. Denn vor allen Dingen die Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten, die trifft es doch. Die müssen heute schon total flexibel sein. Was sollen die denn noch machen? Da muss doch mal eine Grenze sein und da muss Schluss sein. Und da hilft auch nichts, dass Sie jetzt hier von Digitalisierung reden. Das ist überhaupt nicht ausschlaggebend, denn die Arbeitszeit, also so lange wie ein Mensch arbeiten kann am Tag, das ist doch das Entscheidende und nicht, wie viel Digitalisierung wir haben. Der Mensch und der Schutz des Menschen muss im Mittelpunkt stehen und nicht die Gewinnmaximierung von Unternehmen. Gut. Das muss doch klar sein. Vielen herzlichen Dank für diese Kurzinterventionen. Es wird eine spannende Debatte im weiteren Verlauf. Nächster Redner, Uwe Witt für die AfD-Fraktion. Und Uwe Witt ist Sprecher für Arbeit und Soziales der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren,
Werte Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion der Freien Demokraten möchte gern die Arbeitszeiten flexibler gestalten. Wenn Flexibilität auf der Packung steht, hört sich das erstmal gut an. Wir müssen aber natürlich die Packung aufmachen und uns den Inhalt etwas genauer anschauen, gerade wenn das von der FDP kommt, von der wir erst einmal nicht erwarten, dass in erster Linie Arbeitnehmerinteressen die Triebfeder eines solchen Antrages sind. Warum ich mich gerade versprochen habe, erkennen Sie gleich. Wie ich bereits zum Antrag der Partei Die Linke, die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 40 Stunden zu reduzieren, ausführte, sind starre Arbeitszeitmodelle nicht mehr zeitgemäß. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Besonders kleine und mittelständische Betriebe müssen auf schwankende Nachfrage und kurzfristige Trends mit flexiblem Personaleinsatz reagieren können. Im Dienstleistungssektor und in Unternehmen, die besonders von der Digitalisierung betroffen sind, wird eine Flexibilisierung der täglichen Arbeitszeit gebraucht. Daher freut es mich besonders, dass die Fraktion der FDP scheinbar meinen vorgenannten Ausführungen gut zugehört hat und jetzt dazu einen Antrag einbringt. Aber bei genauer Betrachtung des Antrages der FDP fällt natürlich schnell auf, dass die FDP auf der einen Seite von Flexibilität und Zukunft redet und auf der anderen Seite mit dem Ausverkauf seit Jahren garantierter Arbeitnehmerrechte beginnt. Liebe Kollegen der FDP, da muss man schon beide Seiten der Medaille betrachten, wenn Sie mit Ihrem Antrag Erfolg haben wollen. Denn es liegt in unserer Verantwortung, das Arbeitsrecht so zu gestalten, dass die Arbeitnehmer dauerhaft gesund bleiben. Daher ist die Festlegung von regelmäßigen Ruhezeiten und Pausen imminent wichtig. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass die amerikanische National Health Foundation 2016 Richtlinien veröffentlicht hat, wie viel Schlaf ein Mensch am Tag braucht. Das sind 7 bis 9 Stunden Mindestruhe. Die reine Länge der Arbeitszeit pro Woche, wie von Ihnen gefordert, ist somit kein guter Indikator für die subjektive Belastung des Arbeitnehmers. Bei der Flexibilisierung muss zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen, Positionen und Arbeitsaufgaben differenziert werden. Grundlegend kann man sagen, dass eine bessere Abstimmung der Ruhe- und Arbeitszeiten mit dem sozialen Umfeld des Arbeitnehmers wünschenswert wäre. Da, wo es möglich ist, sollten individuelle Arbeitszeitregelungen unter Beachtung der gesetzlichen und medizinischen Rahmenbedingungen Niederschlag finden. Jede Art von allgemeiner Flexibilisierung wird immer Gewinner und Verlierer hervorrufen. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Daher sollte, werte Kolleginnen und Kollegen der FDP, jede weitere Arbeitszeitflexibilisierung eine Verbesserung der Schnittmenge zwischen Arbeitsanforderungen und Arbeitnehmerinteressen erreichen. Das bedeutet, man benötigt eine anpassungsfähige Flexibilisierung. Die Arbeitsaufgabe der Arbeitnehmer und das betriebliche Umfeld müssen dafür geeignet sein. Aber Zeitflexibilisierung sollte immer im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgen. Eine Aufhebung der Ruhezeiten steht allerdings für die AfD nicht zur Debatte. Jeder Arbeitnehmer muss das Recht haben, sich gut und ausreichend lange zu erholen, ganz egal wo und wie er arbeitet. Wir als AfD werden aber auch unsere Augen nicht verschließen vor der Realität. Wir wollen den Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt stärken und zukunftsfähig machen. Daher stimmt die Fraktion der AfD dem Antrag, in den Ausschuss zu überweisen, zu. Aber eines, liebe Kollegen, kann ich Ihnen schon vorher sagen. Wenn Sie die Zustimmung der AfD-Fraktion zu einer Neuregelung der Arbeitszeit haben möchten, müssen Sie ein Paket schnüren, auf dem nicht nur Flexibilität steht, sondern dann muss es auch das Prädikat 100% arbeitnehmerfreundlich haben. Dankeschön. Vielen Dank. Uwe Witte erläuterte die Position der AfD zum Thema Arbeitszeit. Auch dieser Gesetzentwurf wird hier in die Ausschüsse überwiesen werden. Die AfD wird in dem zustimmen. Auf dem Weg zum Rednerpult ist Susanne Ferschel, Fraktionsvize der Linken. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher, das Arbeitszeitgesetz
ist ein Schutzgesetz für Beschäftigte. Und wer es aufweicht, zerstört damit diesen Schutz. Lange Arbeitszeiten und fehlende Ruhezeiten machen krank. Das behaupten nicht die Linken, sondern sagt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz. Lange Arbeitszeiten erhöhen die Unfallgefahr. Nach 8 bis 9 Stunden steigt das Risiko für Arbeitsunfälle, auch für tödliche im Übrigen, exponentiell an. Wer mehr als 8 Stunden am Tag arbeitet, lebt gefährlich. Das behaupten nicht wir, das sagt der Leiter des Instituts für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Und wenn die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit verschwimmen, führt das zu mehr psychischer Belastung und Burnouts nehmen zu. Das behaupten nicht wir, das sagt der Verband der Betriebs- und Werksärzte. Die FDP möchte aber den Gesundheitsschutz der Deregulierung und der Flexibilisierung opfern. Und der Gesetzentwurf zeigt ganz deutlich, wer der FDP die parlamentarischen Initiativen diktiert. Es sind Wirtschaftslobbyisten und Arbeitgeberverbände. Ihr Wahlspruch ist wahrscheinlich frei nach Kurt Tucholsky. Wir wollen freie Wirtschafter sein. Wir diktieren die Preise und die Verträge. Kein Schutzgesetz sei uns im Wege. Und es ist zynisch, wenn Sie behaupten, es geht um mehr Freiräume für Beschäftigte. In Wahrheit stehen nur die wirtschaftlichen Interessen im Mittelpunkt. Wenn es um mehr Freiräume ginge, dann stellen Sie doch hier einen Antrag auf Ausweitung der Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte. Arbeitgeber entscheiden, wann gearbeitet wird und wann nicht. Beschäftigte haben dabei kaum ein Mitspracherecht. Und ich weiß nicht, wer betriebliche Erfahrung hat. Ich muss nicht mit meinen Freunden sprechen. Ich spreche sehr häufig mit Arbeitnehmern. Ich gehe einfach in den Betrieb, wo ich seit 20 Jahren Betriebsrätin bin, und rede mit den Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt hunderte von Arbeitszeitmodellen. Einschicht, Zweischicht, Dreischicht, Vierschicht, Früh, Spät, kurze Schichten, lange Schichten, Rufbereitschaft, Herbeiholung, alles möglich im bestehenden Arbeitszeitgesetz. Es gibt zig Ausnahmeregelungen. Wer behauptet, dass das Arbeitszeitgesetz starr ist, der erzählt Märchen. Und Sie sprechen immer von Digitalisierung, von hochmobilen Angestellten, die von überall aus arbeiten. Es geht aber um ein Arbeitszeitgesetz für alle Beschäftigten. Es geht auch um die Pflegekraft im Krankenhaus. Es geht auch um den Kellner in der Gastronomie. Und es geht auch um die Arbeiterin an der Linie. Die kennen kein Homeoffice, die haben Schichtarbeiten und die sind zum Teil froh, wenn sie überhaupt zu ihren Pausen abgelöst werden. Und nach Ihrem Vorschlag müssten die auf Weisung des Arbeitgebers auch wieder 12 Stunden oder 14 Stunden arbeiten. Und die Mehrheit der Beschäftigten ist letztendlich nicht von diesen hochmobilen Arbeitsplätzen betroffen, aber die scheinen für sie ja gar nicht zu existieren. Wir Linke streiten für Arbeitszeiten, die selbstbestimmt sind und an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Für eine gerecht verteilte Arbeitszeit. Nicht die einen arbeiten bis zum Umfallen und die anderen stecken in der Teilzeitfalle. Deswegen brauchen wir auch keine Ausweitung, sondern im Gegenteil eine Reduzierung der Höchstarbeitszeiten. Das wäre modern und nicht der Rückfall ins 19. Jahrhundert, in dem Sie ein Schutzgesetz kaputt machen, was die Gewerkschaften sich über Jahrzehnte erkämpft haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Susanne Ferschel. Susanne Ferschel, die Sprecherin für Gute Arbeit der Linken, war das. Und auf dem Weg jetzt zum Rednerpult ist Beate Müller-Gemmecke von den Grünen. Sie ist Sprecherin für Arbeitnehmerinnenrechte und aktive Arbeitsmarktpolitik. Sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Gäste. Ja, sie ist wieder da, die FDP, so wie wir sie kennen. Heute geht es ums Arbeitszeitgesetz. Die Begründung hört sich modern an. Tatsächlich aber geht es nur um längere tägliche Arbeitszeiten, und zwar über 10 Stunden hinaus. Und die Verkürzung der Ruhezeiten, und zwar ohne Untergrenze, finde ich fatal. Und das in einer Zeit, in der in Skandinavien einige Unternehmen erfolgreich den 6-Stunden-Tag erproben. Die FDP aber will die Gesellschaft flexibilisieren, damit sie in die digitale Arbeitswelt passt. Wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen, dass die Arbeit besser in das Leben der Beschäftigten passt. Fakt ist doch,
Fakt ist doch, die Arbeitswelt hat sich beschleunigt, die Arbeitsintensität ist gestiegen. Und wenn es um Arbeitsschutz geht, dann geht es heute insbesondere um die Arbeitszeit. Und es ist nun mal wissenschaftlich erwiesen, dass längere Arbeitszeiten, verkürzte Ruhezeiten krank machen können, weil sich die Beschäftigten nicht ausreichend erholen können. Menschen brauchen 7 bis 9 Stunden Schlaf. Und da geht eine Ruhezeit ohne Untergrenze überhaupt nicht. Beim Arbeitszeitgesetz geht es um die Menschen, um die Gesundheit. Es geht um Lebensqualität. Und das sollten Sie, die FDP, endlich ernst nehmen. Für uns ist das Arbeitszeitgesetz auch noch aus einem anderen Grund wichtig. Gesellschaft funktioniert nur, wenn Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, sich einbringen, mitgestalten. Und dafür brauchen die Menschen Zeit. Für die Familie, für Freunde, für Ehrenamt, für Verbände, Kirchen. Beim Arbeitszeitgesetz braucht es deswegen auch einen Rahmen, also einen zeitlichen Rahmen, in dem die Menschen eben, die Mehrzahl der Menschen eben nicht arbeitet. Und notwendig ist deswegen das Arbeitszeitgesetz, weil es eben diesen verbindlichen Freiraum gibt für gesellschaftliches Leben. Und das ist wichtig, denn Arbeitszeit ist Lebenszeit. Jetzt sagt die FDP, ja, es geht ja gar nicht darum, dass die Menschen nicht länger arbeiten sollen. Wie wollen Sie es aber verhindern, wenn Sie eben diese längeren täglichen Arbeitszeiten ermöglichen? Sie sagen auch, es geht auch nicht darum, dass alle länger arbeiten sollen, sondern nur Branchen mit Tarifvertrag. Aber es ist doch bekannt, dass Öffnungsklauseln natürlich genutzt werden. Und natürlich werden in Tarifverträge Druck ausgeübt, also mehr Lohn gegen flexiblere Arbeitszeiten. Und dann soll es ja auch noch für nicht tarifgebundene Betriebe gelten, verstehe ich überhaupt nicht. Und dann auch noch ohne die Einwilligung der Beschäftigten. Und damit machen Sie eben die Tür ganz weit auf, und zwar nur für die Arbeitgeber. Denn die Beschäftigten stehen immer in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und so werden Sie in der Digitalisierung vor allem die Arbeitgeber stärken. Und genau das ist für uns nicht akzeptabel. Die FDP spricht also nur von Selbstbestimmung. Wir aber haben die Konzepte, denn bei uns stehen tatsächlich die Wünsche der Beschäftigten im Mittelpunkt. Selbstbestimmung entsteht, wenn die Beschäftigten mehr Einfluss nehmen können auf die Dauer ihrer Arbeitszeit. Also wenn Vater und Mutter beispielsweise auf 32 Stunden reduzieren, damit sie eben partnerschaftlich das Familienleben organisieren können, und zwar mit einem Recht, Rückkehrrecht auf Vollzeit. Wenn Sie Einfluss nehmen können auf die Lage Ihrer Arbeitszeit, wenn Sie beispielsweise einen regelmäßigen Nachmittag brauchen für die alten Eltern. Und wir wollen ein Recht auf Homeoffice, alternierend mit klaren Regeln. Aber bei diesen Vorschlägen, da steht die FDP heftig auf der Bremse. Wir meinen, Digitalisierung geht auch anders, denn nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Beschäftigten sollen davon profitieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Beate Müller-Gemmecke von den Grünen hat gesprochen. Und nun hören wir von der CDU, und sie steht auch schon dort, Antje Lezius. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Arbeit bestimmt unseren Alltag. Sie ist notwendig, idealerweise auch erfüllend und sinnstiftend. Es ist wichtig, sie mit unseren privaten Verpflichtungen und familiären Wünschen in Einklang zu bringen. Die Gestaltung der Arbeitszeit gehört damit zu einem der entscheidenden Faktoren für gute Arbeit und gutes Leben. Seit Jahren sind flexible Arbeitszeiten in der Praxis auf dem Vormarsch. Und dies aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das einst vorherrschende Modell des Alleinverdienerhaushaltes ist lange überholt. Mein Kollege Torbjörn Kades hat die Chancen von flexiblen Arbeitszeiten für Familien ja bereits anschaulich geschildert. Auch auf Unternehmensseite ist Flexibilität gewünscht, ja unumgänglich. Für Betriebe ist es erforderlich, auf Nachfrageveränderungen und Kundenwünsche schnell reagieren zu können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Art und Weise, wie Produktionsprozesse miteinander verzahnt sind, erfordern von der Belegschaft
flexibel einsatzbereit zu sein. Ein Automobilzulieferer in meinem Wahlkreis sorgt mit seinen Schmiedeteilen für Motoren und Achsen dafür, dass Millionen von Fahrzeugen täglich sicher und zuverlässig bewegt werden. Im Schichtbetrieb wird hier 24 Stunden gearbeitet, damit die Bänder bei den Autokonzernen nicht stillstehen. Nicht im Homeoffice, aber tariflich ausgehandelt, den Bedürfnissen der Branchen entsprechend, mit Mitarbeitern, die stolz auf ihre Arbeit sind. Flexibilität ist eben keine Einbahnstraße. Dennoch ist eines richtig. Ein zunehmender Teil der Wertschöpfung gründet sich auf Wissens- und neue Formen der Zusammenarbeit. Und wenn Wertschöpfung nicht mehr an einem festen Arbeitsplatz stattfinden muss, ergeben sich neue Möglichkeiten für flexibleres Arbeiten. Ziel der CDU-CSU-Fraktion ist daher, einen Rahmen zu schaffen, in dem Unternehmen, Beschäftigte und Tarifpartner den vielfältigen Anforderungen in der Arbeitszeitgestaltung gerecht werden. Wir wollen Familien in ihrem Anliegen unterstützen, mehr Zeit füreinander zu haben. Die Chancen der Digitalisierung wollen wir nutzen, um den Beschäftigten auch mehr Freiräume zu ermöglichen. Vielen, die heute die Debatte verfolgen, werden diese Sätze bekannt vorkommen. Sie stammen aus unserem Koalitionsvertrag. Dort stehen sie unter dem Überbegriff gute Arbeit. Der FDP kann ich also sagen, vielen Dank für Ihren Gesetzentwurf. Die Zeichen der Zeit haben wir jedoch schon lange erkannt. Doch wenn Arbeitszeit für Millionen Wenn Arbeitszeit für Millionen Menschen zu einem der entscheidenden Faktoren für gute Arbeit gehört, dann sollten wir uns ganz genau überlegen, wie wir für mehr Flexibilität sorgen können. Hierfür werden wir im Arbeitszeitgesetz Experimentierräume für tarifgebundene Unternehmen schaffen. Mehr selbstbestimmte Arbeitszeit und mehr betriebliche Flexibilität lassen sich hier erst einmal erproben. Auf Grundlage von diesen Tarifverträgen kann dann mittels Betriebsvereinbarungen die Höchstarbeitszeit flexibler geregelt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, auch wir haben die Start-up-Branche, die Wissensarbeiter und Arbeit 4.0 im Blick. Doch Gründlichkeit zum Schutz aller Arbeitnehmer und die Berücksichtigung aller Branchen gehen bei uns vor Schnelligkeit. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Letius. Auch, dass Sie eine Punktlandung gemacht haben bei der Redezeit. Frau Letius, außerdem Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales von der CDU, hat gesprochen. Jetzt kommt ein weiteres Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, Dagmar Schmidt, nämlich von der SPD-Fraktion, die auch dem Fraktionsvorstand angehört. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich bin das letzte Mal schon gewürdigt worden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, das Arbeitszeitgesetz lässt jetzt schon zahlreiche Ausnahmen zu. Wenn ein Gesetz nicht starr ist, dann ist es das Arbeitszeitgesetz. Wenn eine Mutter von 8.30 Uhr bis 15 Uhr arbeitet, dann ihre Kinder abholt, den Nachmittag mit den Kindern verbringt, zum Turnen fährt, sie dann ins Bett bringt, die liegen dann, weil sie fix und fertig vom Turnen sind, um 7:30 im Bett, dann kann sie locker noch bis 9:30 arbeiten, nächsten Morgen wieder um 8.30 Uhr anfangen. Alles das ist überhaupt kein Problem mit unserem Arbeitszeitgesetz. Was verboten ist, ist, dass sie die Nacht durcharbeitet und morgens um 7 Uhr wieder auf der Matte steht. Und das ist auch gut so, dass das verboten ist. Denn warum gibt es diese Schutzrechte? Weil es im Verhältnis zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern eben nicht automatisch zu einem Interessenausgleich kommt. Und weil es eben nicht um das einmalige E-Mail-Schreiben um 23 Uhr geht, sondern die Erfahrung zeigt, dass der Abbau von Schutzrechten von Arbeitgeberseite immer zu Lasten der Beschäftigten ausgenutzt wurde. Trotzdem ändert sich die Welt und so auch die Arbeitswelt. Und deswegen ist die Frage nicht, Schutzrechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzubauen, sondern Altes zu verändern, aber vielleicht auch neue Rechte für die Arbeitnehmer zu schaffen. Deswegen wollen wir das in Experimentierräumen
zeitlich und inhaltlich begrenzt erproben und aus diesen wissenschaftlich begleiteten und evaluierten Erfahrungen mögliche Erneuerung, mögliche Modernisierung der Schutzrechte für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entwickeln. Wenn ich aber wirklich mehr Freiheit für die Menschen in der Gestaltung ihrer Arbeitszeit und in der Organisation ihres Lebens möchte, dann muss man sich um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kümmern, zum Beispiel durch bessere und flexiblere Betreuungsangebote. Und das haben wir getan und das tun wir noch mit dem Recht auf Ganztagsbetreuung auch im Grundschulalter. Und dann muss man auch das Rückkehrrecht in Vollzeit schaffen und auch das schaffen wir. Und dann braucht man Elternzeit und Elterngeld, das haben wir. Und dann braucht man die Möglichkeit, auch die Pflege der Eltern zu organisieren. Das haben wir erleichtert durch das Pflegeunterstützungsgeld und die Pflegezeit. Und man braucht eine Familienarbeitszeit, die es ermöglicht, die Arbeitszeit zu reduzieren, auch wenn man nicht zu den Besserverdienenden gehört. Wir wollen das Leben der Menschen leichter machen. Dazu haben wir auch in dieser Koalition viel vor. Ich möchte Coco Chanel zitieren. Das habe ich hier noch nie gemacht, aber irgendwie passt es. Es gibt eine Zeit für die Arbeit und es gibt eine Zeit für die Liebe. Mehr Zeit hat man nicht. Also lassen Sie uns sorgsam mit dieser Zeit umgehen. Vielleicht kann man das im Protokoll mit dicken Buchstaben aufnehmen, dieses Zitat. Also ich schreibe mir das auf jeden Fall auf. Vielen Dank. Mit einem Zitat zur Arbeitszeit hat Dagmar Schmidt ihren Redebeitrag beschlossen. Und der letzte Redner in dieser Debatte um die Arbeitszeit ist Stefan Stracke von der CSU, Sprecher für Arbeit und Soziales der Landesgruppe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, die derzeitige Diskussion zeigt ja die gesamte Spannbreite der Debatte. Die einen wollen mehr Reglementierung, die anderen mehr Flexibilisierung. Und dahinter steht ja tatsächlich eine veränderte Anforderung unseres Arbeitsalltages, den wir in all den Dingen ja zu Recht beschreiben. Das derzeitige Arbeitsgesetz bietet natürlich bereits einen abgestuften Flexibilisierungsrahmen, gerade für die Tarifvertragsparteien oder wenn es beispielsweise um Saisonarbeit geht. Allerdings sehe ich schon auch, wir brauchen mehr Flexibilität, weitergehenden Flexibilisierungsbedarf und zusätzliche Spielräume für unsere Tarifpartner. Das hat zum einen mit der Unternehmenssicht zu tun. Wenn es darum geht, in Wertschöpfungsketten zu bestehen, der Zufriedenheit der Kunden zu haben, dann bedarf es entsprechender Flexibilisierungselemente. Nur dann kann ich am Markt entsprechend bestehen, aber eben auch und speziell aus Arbeitnehmersicht. Die Arbeitnehmer wollen mehr freie Gestaltungsmöglichkeiten. Sie wollen mehr Raum, um ihr Berufsleben mit den Anforderungen des tagtäglichen Lebens zu verknüpfen. Insbesondere was Sorgetätigkeiten angeht, in Erziehung und in Pflege. Und deswegen brauchen wir eine neue Balance. Eine neue Balance zwischen den Flexibilisierungserfordernissen, Frau Müller-Gemmicke, der Unternehmen und der Flexibilisierungswünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Arbeitszeit ist immer ein Maßanzug, der beiden passen muss, sowohl dem Unternehmer als auch dem Arbeitnehmer. Und aus guten Gründen haben wir gesagt, wir weisen diese Aufgabe den Tarifvertragspartnern zu. Dort sind sie gut aufgehoben und wir wollen dafür kämpfen und diese auch schaffen, dass es hier zu zusätzlichen Spielräumen in diesem Bereich kommt. Dabei geht es in dieser Diskussion nicht um Mehrarbeit, sondern wir wollen, dass das, was derzeit geleistet wird, anders, flexibler verteilt wird. Das ist das, unter dem Stichwort die Diskussion läuft. Und deswegen haben wir uns innerhalb der Koalition darauf verständigt, Experimentierräume letztendlich für tarifgebundene Unternehmen zu schaffen. Ja, ich hätte mir an dieser Stelle tatsächlich auch mehr Mut gewünscht. Mehr Mut dahingehend, dass die Tariföffnung auch für nicht tarifgebundene Unternehmen möglich gewesen wäre. Die SPD war in diesem Bereich noch nicht so weit. Aber ich glaube, wir beginnen damit, mit den Experimentierräumen einen Anfang zu machen und auch die Diskussion nochmals zu beleben.
Aber was natürlich die Ruhezeiten angeht, da muss ich der FDP schon sagen, ich glaube, wir müssen aufpassen. Bei all der Diskussion, die ja auch sehr streng geführt wird, auch zwischen den Tarifvertragsparteien sehr kontrovers innerhalb der Gewerkschaften, dass wir dies jetzt nicht einseitig belasten, die Diskussion mit der Diskussion um Ruhezeiten. Klar ist, Sie haben in Ihrem Entwurf das den Tarifvertragsparteien zugewiesen. Das ist auch richtig so. Allerdings würde ich die Diskussion jetzt damit nicht belasten wollen, sondern zunächst einmal damit anfangen, dass wir hier flexibler werden in der Verteilung der Arbeit. Und deswegen gehen wir diesen Weg der Experimentierräume. Und wir hoffen, dass das, was wir jetzt insgesamt auf den Weg gebracht haben, in dieser Koalition an Überlegungen, gerade was die befristete Arbeitszeit angeht, mit den Überlegungen zur Arbeitszeit, dass wir dies in einem arbeitsrechtlichen Gesamtpaket tatsächlich auf den Weg bringen. Herr Kollege, das ist unsere Erwartungshaltung. Erlauben Sie noch eine Zwischenfrage, das für die Redezeit verlängern. Ja, ganz ich habe nicht gewechselt, das Präsidium hat gewechselt, ja, genau. Aber die Zwischenfrage ist gestattet. Ja, gerne. Vielen Dank. Ich habe mir das ziemlich lange jetzt angehört, aber jetzt zum Schluss ist es mir einfach zu viel geworden. Wissen Sie was? Sie machen Experimentierräume und reden davon, dass das Arbeitszeitgesetz über den Weg durch Tarifvertragsparteien geöffnet werden soll. Was passiert denn, wenn sowas passiert und ein Arbeitgeber wieder aus dem Arbeitgeberverband austritt, was ja auch nicht ungewöhnlich ist, oder in der OT-Mitgliedschaft sind? Wie wollen Sie die Türe denn wieder schließen, die Sie da aufgemacht haben? Glauben Sie denn selbst daran, wenn Sie einmal die Türe aufgemacht haben, dass das nicht der Weg ist, dass es dauerhaft so bleibt? Alle Redner haben hier gesagt, insbesondere meine Kollegin, das sind Schutzgesetze. Sie greifen Schutzgesetze an in Richtung, die einfach nicht in Ordnung ist. Und das hat nichts mit Experimentieren zu tun. Das hat was damit zu tun mit Gesundheitsschutz. Denken Sie doch mal an Entschleunigung, nicht alles noch breiter zu machen. Deutschland ist das flexibelste Land, was Arbeitszeit angeht. Und genau das soll noch flexibler werden. Wie wollen Sie das wieder in den Griff kriegen? Das geht doch alles gar nicht. Also mich wundert, Frau Kollegin, welche Haltung Sie eigentlich gegenüber den Tarifvertragsparteien haben, welche Geringschätzung Sie den Sozialpartnern eigentlich entgegenbringen. Wenn Sie davon reden, dass dies, was wir auf den Weg bringen wollen, innerhalb dieser Koalition dazu führt, dass Arbeitnehmerrechte erodieren würden. Das Gegenteil ist der Fall. Es müssen sich doch Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammensetzen und entsprechend überlegen, wie füllt man diesen Rahmen auf. Das hat doch überhaupt nichts mit einer Erodierung von Schutzrechten zu tun, so wie Sie es beschreiben. Das ist eine Missinterpretation dessen, was wir vorgenommen haben. Und im Übrigen, Frau Kollegin, vielleicht lassen Sie mich ausreden, Frau Kollegin, auch da erleichtert es vielleicht, wenn Sie den Koalitionsvertrag lesen würden. Und dort steht von tarifgebundenen Unternehmen ist dort die Rede und nur darauf bezieht sich tatsächlich die Koalitionsvereinbarung und nicht von dem, was Sie hier in Rede stellen. Und deswegen sehen Sie, dass all das, was Sie vorbringen, tatsächlich nicht Realität wird und leider neben der Sache ist. In dem Sinne. Genau ist der Applaus jetzt genau richtig platziert. Meine Redezeit ist auch abgelaufen, deswegen herzliches Dankeschön, Herr Präsident. Herr Kollege Stark, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Auch Redezeit ist ja Arbeitszeit. Insofern danke ich, dass Sie nahezu punktgenau zum Schluss gekommen sind. Ja, Stefan Schracke war der letzte Redner in dieser Debatte.